Willkommen in Potters Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video hier auf Potters Bluff Reviews. Heute geht es um den fantastischen Vinyl-Soundtrack zu The Big Gun Down von Mondo. Ich habe auch schon eine andere Edition in letzter Zeit vorgestellt, die könnt ihr euch auch auf meinem Kanal anschauen. Aber hier ist die neue Version von Mondo in einem wunderschönen Gatefold. Hier seht ihr, Lee Van Cleef, total genial gezeichnet. The Big Gun Down, Musik von Ennio Morricone natürlich. Hier ist die Spine. Und wie gesagt, es gibt ein durchgängiges Bild. Hier ist die Rückseite, Thomas Milan. Wunderschön. Hier sind die Tracks, übrigens auf zwei Platten aufgeteilt, auf 45 Umdrehungen pro Minute geschnitten für den besten Tonqualität, richtig gut gemacht worden. So, wie gesagt, ja, das Gatefold hier ist unschlagbar meiner Meinung nach, richtig toll gezeichnet, das gefällt mir richtig gut, da haben sie sich wirklich reingesetzt und laut Aussagen, ich habe es leider noch nicht angehört, soll es die beste Tonqualität haben in einer Version davon, denn die gibt es ja in sehr vielen Auflagen. So, La Resa dei Conti im Original. Die Stunde der, die Zeit der Abrechnung oder wie das heißt dann im Italienischen. Wie gesagt, innen drauf gibt es auch ein Gesamtbild. Hier. Sehr schön geworden, finde ich. Ja, das ist zu viel zum Gatefold. Kommen wir nun zu den Platten. Natürlich habe ich die limitierte Version auf 700 Stück. Werde auch wieder Discogs verlinken. Hier wird der Sticker, der außen angebracht war. Schauen wir uns die Platten mal an. Die sind braun mit so wie so Art Goldschimmer. Richtig cool geworden, meiner Meinung nach. Und auf der Seite haben wir, auf der A-Seite haben wir, auf der B-Seite haben wir einen Revolver, wie ihr hier seht. Und auf der anderen Platte haben wir, sind wir hier wieder die Tracks, ebenfalls Gold, haben wir ein Messer. Wie gesagt, das ist ja das Symbol für Thomas Milan und das andere für Lee Van Cleef. Ja, das war's zu The Big Gun Down. Ihr seht ein verdammt geiles Release. Achso, hier habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir haben hier noch ein Big Gun Down Infosheet und hier ein kurzes, aber sehr interessantes Interview mit Ennio Morricone, das extra für diese Edition erstellt wurde, wenn das nichts ist. Ja, das war's von The Big Gun Down. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein wunderschönes Release, ergänzt sich auch mit meinen anderen genial und ein verdammt guter Film. Gibt es auch ein tolles Mediabook von, weiß gar nicht, Explosive Media, glaube ich. Und ja, holt euch diesen Film auf jeden Fall. Hier übrigens, ich habe nochmal das Mediabook gesucht. Hier ist es übrigens, Der Gehetzte der Sierra Madre im Deutschen. Oder auch The Big Gun Down oder La Resa dei Conti. Sehr genialer Film. Holt ihn euch mit einem fantastischen Soundtrack. Und wie ihr seht, toll gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch das gefallen hat. Habt ein schönes Leben. Guckt euch mal wieder ein Western an. Und bitte, bitte, macht's gut. Ciao.